So, heute haben wir wieder ein bisschen Spaß mit unserem neuen Prototyp von Vakuumtischen. Gut. Herr Pumpenmeister, machen Sie mal die Pumpe an. So, Pumpe eingeschaltet. Jetzt legen wir das Teil da einfach drauf. Gucken, dass es ausgerichtet ist. Das soll vielleicht auch noch. Aber ja, meine Finger. Die Finger sich dabei nicht einklemmen und dann ist es da fest. Oder man muss Fräsen testen. So, Werkzeuge sind Einschneider, 3 mm und 4 mm. Vorschübe liegen jetzt noch bei ca. 15 mm pro Sekunde bei einer Einschusstiefe von 0,5. Wir werden die Parameter wahrscheinlich noch ein bisschen hochsetzen, damit wir mehr einstechen, weil das dauert relativ lang. Pro Tisch haben wir jetzt hier 16, 17 Minuten. Warum? Wenn du die Dinger drauf hast, ist sie ganz leise. Echt? Ja. Ist egal. Ich flüster halt immer. So, Maschine vermisst ihr Werkzeug? Sieht sie nicht. Wie sieht sie nicht? Sieht sie nicht. Das ist mir egal, wie das sieht. So, Maschine macht Werkzeugwechsel. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Das Teil hat gehalten. Jetzt holt die sich in 4er Fräser. Vermisst ihn und dann geht es weiter. So, das war's. Teil fertig. Schauen wir mal, wo der Kompressor aus. Da. Ich habe jetzt noch keinen Hahn dran, wo ich das Vakuum entlassen kann, beziehungsweise das Ganze wieder belüften kann. Also muss ich hier den Schlauch rausnehmen. Nicht ganz durchgefräst. Das war Absicht, weil wenn man es durchfräst, dann wird das Teil sich lösen. Das nehmen wir jetzt kurz auf die Ständerbohrmaschine und bohren die Löcher durch. Das sind bloß 2-3 Zehntel, wo da fehlen. Nebenbei, wir haben hier ein Rastermaß 45 und wir haben ein Rastermaß 50. Das heißt, es passt auf unsere Profile. Rastermaß 45 oder halt auf den vielen anderen Tischen haben 50er Maß und die zwei Bohrungen mit dem 50er Rastermaß. Die Löcher werden dann verschlossen, das kann der Kunde selber machen. Wir werden das nur vorfertigen
Und der Kunde kann sich dann aussuchen, ob er die oder alle vier verwenden will. Das ist gerade egal. Zur Dichtung hier. Wir haben hier keine Dichtung unter den Schrauben. Das scheint ganz gut zu gehen. Die 50er Löcher, hier die zwei, sind jetzt mit einer Mattenschraube verschlossen und mit ein bisschen Schraubensicherung leicht eingeklebt. Das heißt, die zwei Schraubenlöcher sind dicht. So, soll es gewesen sein. Wir werden weiter testen. Weitere Videos werden folgen. Euer Micha Bustin.